Hallo zusammen, weiter geht's mit Horizon Forbidden West. Viel Spaß beim Zusehen. So, ich habe mir vorgenommen, jetzt noch ein paar Nebeneinsätze zu spielen, bevor ich mich auf nach San Francisco mache, um diesen geheimnisvollen Ted Farrow Bunker zu durchsuchen. Ich will probieren, ob ich das jetzt schaffe, das jetzt für die Osram. Wie ein richtiger Außenposten aus. Ach ja, ich muss ja erst. Moment, hä? Wo muss ich denn so weit? Wo? Ach, falsche Quest, so. Na. Moment. Beuteverträge. Begib dich zur bekannten Position. Das wollte ich doch eigentlich machen. Und warum muss ich dann so viel Kilometer? Das war. Oh, ist das so weit von runter? Hätte ich nicht gedacht. Da war ich ja noch nie. Das kam jetzt. Puh, Wahnsinn. Ich hatte jetzt schon. Was ist das hier? Rebellen und Rebellenlager. Teufelsgriff gibt dich zum Rebellenlager. Ja gut, dann reise ich mal dahin. Ich hatte so im Gefühl, aber gut, vielleicht täusche ich mich da auch, dass ich die anderen Wunderaufträge alle irgendwie in der Nähe hier waren von ihr. Ja gut, dann machen wir eine Schnellreise dorthin. Jägerin, hast du Beute zu verkaufen? Nee, gleich. Ich gehe jetzt mal hier hin. Wobei ich ehrlich bin, auf Vollrücken gar keine Lust habe. Ich musste ja schon gegen welche kämpfen. Als ich für das Tenak-Mädchen die Sehne gebraucht habe, diese Rollrückensehne, um das Katapult für die Arena zu reparieren. Na, Röhlrücken sind hier. Erde. Ja, dann habe ich wahrscheinlich gleich was nebenan. Wenn hier Brüll- und Rollrücken sind. Vielleicht soll ich die Gegend erstmal großzügig scouten. Vielleicht gibt es hier noch ein Feuer, wo ich speichern kann. Oh. Alter, Alter, Alter! Ah, ist klar! Wieso habt ihr Erz und Köpfe-Kiste gesehen? Was ist denn das für Mist? Hä? Nicht. Der ist fast kaputt, der explodiert doch gleich, der Knalltütenkopf.
Wahnsinn. Das fängt ja schon wieder richtig gut an, die Mission. Aber wollte ich nur ein bisschen looten. So richtig Schaden kriegt der Knall für den Kopf auch nicht. Ach, dafür! Tschüss! Ich hab gedacht, die werden dann wild aufeinander. Dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Also ich hatte das so verstanden, dass... Ja, schwach habe ich doch nicht aus. Ich muss jetzt laden. Also, Mutti muss jetzt laden, wie immer. Der Klassiker bei ihr muss jetzt laden. Wir haben ja schon den 1000 HP hier. Ja. Mann. Ja. Noch. Ja! Witze! Ich möchte ja nicht wissen, wie das... Ich möchte ja nicht wissen, wie mit dem Roller schnitt. Der mit dem Roller machen. Ich treffe nichts mehr. Das ist doch der letzte Erbsenklump, ganz ehrlich. Ne? Wieder kein. Was? Und sie muss wieder nachladen. Ich habe nachgeladen. Ich habe ihn doch. Das ist doch was faul hier. Das gibt's doch nicht. Ich will wieder nachladen. Das gibt's nicht. Wie oft denn noch? Hier muss ich. Muss der Lore hier nachladen, ganz ehrlich. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass das immer nur bei diesen Viechern der Fall ist. Aber sind die ja gar nicht so super stark. Also sind schon stark. Und ich habe den Eindruck, dass der Lore immer bei diesen Erbsenköpfen so viel laden muss. Ja, jetzt braucht ihr eine halbe Stunde irgendwie zu machen. Eine nachzuladen. Ja! Du kannst. Du schaffst es natürlich. Über. Keine Munition. Geil. Ich will aber in dem Fall. Ja, aber ihr Leute, bist du besoffen? Nee, ihr Leute, besoffen. Ich will auch keinen Sniper, aber ich will normalen Popelbeil damit kommen. Auch. Ganz ehrlich. Jetzt kriege ich mal mein Telefon, ja. Ich glaube, ich gehe mal zurück zu meinem Lagerfeuer. Es ist doch hier. Also wenn das hier schon so anfängt, ich wäre begeistert. Kriege ich da irgendwann alles noch ein Lagerfeuer? Das fängt schon wieder richtig gut an. Runda meinte, dass sie hier ihre Rollrückenteile verloren hätte. Mit dem Fokus habe ich vielleicht Glück und finde sie. Mach ich sofort. Ein Rollrückenbauteil. Wo? Sehr gut. Hä, wo? Sag das.
Ja, mein Telefon. Ach ja, das auf dem Sonntagabend hier, Brudis. Ja, auch was. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde das jetzt hier einsacken und speichern. Das ist kein gutes Zeichen, dass hier im Brüllrücken liegt. Das nehme ich mit. Das ist definitiv kein gutes Zeichen, dass hier im Brüllrücken rumliegt. Ich habe so den Eindruck, dass die Rollrücken die Brüllrücken plattgeklöppelt haben. Oder das Ding liegt da. Weil ich eine Säurefalle oder so aufbauen muss. Meter. Teile habe ich denn? Zwei. Boah. Ich glaube, wir brauchen das. Da kommt schon der nächste. Geil. Ah, da ist noch was. Und da kommt schon wieder. Die sind nachgespawnt. Da gehören die zur Mission, heißt das. Genau danach habe ich gesucht. Weil warum spawnen die plötzlich nach? Vorrat schadet nie. Obwohl ich sie gerade platt geklöppelt habe. Nummer 4. Das Nummer 5. Wunder wird sich freuen. Boah, die Nachtspawnt. Ich mache jetzt Folgendes. Wollen wir ein Feuer? Ich gehe jetzt erstmal zum Feuer und speichere. Aber ich muss ja auch ans Telefon. Gucken, ob ich hier ein Feuer in der Nähe finde. Ein Feuer, ne? Ach ja. Aber kann natürlich sein, dass die Mission halt für den Hintern ist. Wenn ich jetzt speichere und Pause mache. Da ist Feuerchen, dann nehme ich das da. Ach, da ist der nächste Viech schon. Telefon klingelt schon wieder. Dann nehmen wir das Feuerchen. Oder soll ich euch da oben einfach platt klöppeln? So, ich würde sagen, ich speichere jetzt erstmal. Mach dann kurze Pause und spiele dann gleich weiter. So. Mit der Speicherung scheint funktioniert zu haben. Dann sehe ich mal zu, dass ich hier die Rollrückenbauteile kriege. Wobei. Ja, Rollrücken. Mal gucken, was sie nicht mögen. Vielleicht sollte ich mir das mal... Wo sind sie denn hier unten? Na schnell, Panzerschnapper. Wo ist Rollrücken? Bossklaue. Da ist ein Rollrücken. Was mag er denn nicht? Säureschaden. Das heißt, ich sollte vielleicht mal Gerätschaften... Mal zum Feuer Gerätschaften ausrüsten. Mit denen ich ordentlich Säureschaden machen kann. Also ich musste ja gegen den Rollrücken ja schon kämpfen... Mit Boomer oder so. So. Das Ding macht ist mein Standardgerät mit Säureschaden. Da kann ich keine Säure aufrüsten. Das ist macht auch Säure. Das ist mein Berserkerbogen. Er hat keine Säure, der hat aber Explosion. Ja. Ich weiß nicht, ob auch Feuer gut ist. Keine Ahnung. Habe ich denn noch einen Pfeil mit Feuer? Ne, die machen alle kein Feuer. Was sind meine Feuerpfeile? Ich würde mir vorstellen, Feuer und Säure mögen die, mag er nicht. Der Herr Rollrücken. Tarnscham brauche ich nicht. Das, der macht Säure und 47,9. Ja, der macht 47,52 abtrennen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das Ding. Der durchdringt Schilde.
Potters Details. Ja, Niederschlagskraft bringt mir, glaube ich, nichts in dem Fall. Nee. Vielleicht sollte ich den umrüsten. Was habe ich denn noch? Gegen irgendwas, was Abtrennschaden macht. Bauteilabriss. Vielleicht noch ein Häcksler. Aber dazu habe ich den ja schon. Der macht ja schon. Der trennt ja schon ab hier. Und macht noch 25% Brandgegnerschaden. Vielleicht sollte ich diesen Pfeil ja noch nehmen. Ausrüsten, komm. Und zwar für den Berserker. Ich denke mal, der Berserker ist vielleicht nur besser, wenn ich gegen Menschen kämpfen muss. Oder gegen Maschinen. Gegen andere Maschinen. Und dann sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen Heal einsammeln. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein harter Kampf wird. Das Kuriose ist ja, ich habe jetzt ja 4 Rollrückenbauteile. Habe ich ja noch. Ja, 4 Rollrückenbauteile besitze ich noch. Und die konnte ich ja ganz einfach einsacken. Und das 5. Teil habe ich ja nicht gefunden. Also ich vermute, das ist entweder ganz doll versteckt, vielleicht in der Höhle oder so. Oder es wird irgendwo von einer Maschine bewacht. Vielleicht findet Eloy gleich eine Spur und dann heißt es, ja, Folge der Maschine. Das ist das wichtigste Teil für Runde oder so. Aber was mir zu denken gibt, ist da oben der tote Säurebrüllrücken, der da liegt. Das ist ja eigentlich meistens ein Zeichen. Gunda meinte, dass sie hier ihre Rollrückenteile verloren hätte. Ja. Mit dem Fokus habe ich vielleicht Glück und finde sie. Das ist ja meistens immer ein Zeichen, dass man gegen... Ich glaube, den Heal da oben, den lasse ich mal stehen. Das ist ja meistens immer ein Zeichen, oder? Ist da keine Daten für Säurebrüllrücken. Bleibt bestimmt mit Rohstoffen intakt. Sprengstoffangriff entfernen. Ja, bringt mir aber auch nichts. Oh, da ist er, Gott. Aber dieser Hügel. Da ist noch ein Teil. Hey! Was denn? Das ist dein Teil. Ja, was ist das? Alter! Dann muss ich es mir wohl mit Gewalt nehmen. Können sich Rollrücken auch unter Tage. Ich dachte, die heißen Rollrücken, weil sie rollen können. Im Sand. Anders. Oh nee. Das ist nicht euer Ernst hier, oder? Der so ein verkackter Panzerschnapper. Jetzt hört schon auf zu suchen. Feuer und Säure, Gott. Gibt Feuer und Säure am Kopf. Nun bleibt meine übrig. Ich hasse es. Das Teil, was ich treffen muss, ist natürlich ganz schwer unten runter gepanzert. Ich kann ihn jetzt so am Hintern schießen. Panzer darf ich nicht treffen, weil das wird ja doppelt stark. Oh oh! Mit sowas habe ich gerechnet. Ja, wer kann ja? Das habe ich ja damals in Runda schon gemerkt. Am Bauch kann ich ihn schießen. Wenn er hoch geht. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Mit der Tango? Nee. Ich glaube, jetzt lädt seine Panzerung auf, ne? Was heißt das? Da kann ich jetzt was abwenden. Immerhin 143 Schaden. Wir brauchen zum Abbrennen. Heim und ich kann schon heim. Also abbrennen war nicht so gut. Ich hole mal den Säurehäcksler hier. Ah.
nicht auf den Bullröcken gesprungen, mein Freund. Das wäre gut gewesen. Das fände ich echt gut. Ja. Geil! Erkart ist kaputt! Ja, geil! So morgen wieder! Ich hab überhaupt keinen Bock mehr. Kann nicht mehr zielen. Jetzt kommt der Klassiker, jetzt verpisst er sich. Er kann sich ja verbuddeln, der Kai Gustav. Er ist verbuddeln, ja. Ja. Ich bin im Stack. Und dann kommen seine Kumpels und helfen ihm, nicht? Ja, da kommt seine Kumpel. Was soll das denn jetzt hier? Befeuert? Was soll ich denn jetzt hier machen? Mann! Wirft er sich auch nicht drauf? Kannst du doch gleich zerquetschen, mein Freund. Das macht er. Das ist der letzte Rotz. Also wie gesagt, das Game Balance bei diesen großen Maschinen ist mir ein Rätsel. Ob das ein Sadomaso-Entwickler war, keine Ahnung. Das war ein Frauenhasser, der das entwickelt hat. Denke ich manchmal, denn Eloy hat ja quasi keine Chance. Nicht wirklich, nicht so richtig. Jetzt kommt auch deine Kumpels hier gehen am Sack, oder was? Ja, ich kann ihm nicht mehr ins Gesicht was ballern! Kann ich irgendwo verstecken? Denn er kann ja auch über Hügel schießen, das wissen wir. Das habe ich ja bei Runda gelernt. Endlich bei Runden, aber Boomer Mann, ihr habt es ja gelernt. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen Säureschaden gemacht habe, dann verbuddelt er sich. Ja. Wenn der dir meint, wo. Und in dem Moment, wo ich abhaue, ja, ich weiß. Das war's. Und das Viech hat noch gar keine Chance. Das kann er auch, ist cool. Feuer, supi, das Beste. Ich weiß, wo ich noch treffen soll. Ist er sau schnell dafür, dass er 10 Tonnen oder was liegt. Seine Schwachstelle, die einzige, die ich treffen kann, ist gepanzert. Ist quasi unzerstörbar, die ist in ihm drin. Das bringt auch nichts, um die Dinger da abzuschießen. Weil die laden sich mit Säure, die laden sich mit keiner kinetischen Energie auf. Und wenn ich ihn da kurz. Ja. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr hier. Ja. Und schon gibt er mir einen. Er gibt mir einen Hit. Und ich verliere die Hälfte meiner Energie. Es ist total. Und jetzt juckelt er mich kein Kammer mehr. Jetzt hau ich da an einen Schwanz vor Geld. Oh, Kackviech. Mir reicht es hier. Ich habe keinen Bock mehr, hier zu kämpfen. Dann mache ich doch Blacko Assi. Hab keine Lust mehr, macht doch keinen Spaß. Bin ich mal gespannt, was Wunder als nächstes möchte, ganz ehrlich. Oh. Ja. No. Aber er kann unendlich Munition bauen. Ja, ist der Beste, er kann unendlich.
Unendlich hat er Munition! Ja, und er trifft auch! Ich kann noch... Ich hab nicht damit. Ich bin weg. Ich rede gerade nicht mehr. Ich kann mich ja nicht mehr heilen. Gar nichts. So, jetzt renne ich hinter den Felsen, um mich ein bisschen aufzuheilen. Ein bisschen. So ein paar Millimeter. So, und dann kommt er gleich. Ich hab ja auch nichts mehr hier. Nee. Ich hab nichts mehr. Kein Gesundheit, nichts mehr, nichts mehr. Einen Trank habe ich noch. So. Und den habe ich noch nicht mehr getrunken, aber ich bin wieder kaputt. Ja. So, und jetzt kommt er nämlich hier direkt aus dem Felsen. Kommt direkt aus dem Felsen raus. Kommt direkt unter mir raus. Ja. So. Ich komme nicht hoch. Ich würde ihn ja gerne hinter das Viechchen locken, dass er das mal kaputt macht. Keine Munition! Ja, so muss das! Er hat immer Munition! Er ist doch eine Scheißmaschine! Er macht auch einen Salto. Salto kann er auch machen, ja? Der wiegt noch 1000 Tonnen oder was? So, jetzt fühle ich ihn voll Säure. Da nichts passiert. Jetzt kann ich einen Abbrennen fallen. Den bringt mir aber auch nichts. Nicht wirklich was. Weil er nämlich voll Energie ist. So, Achtung. So, jetzt habe ich ein bisschen Schaden gemacht. Aber das interessiert den Herrn ja nicht. Ich kann ja nur mit Säure schwächen. Aber er weiß ja quasi, wo ich hinrenne. So, und sobald er mir dann hier so eine Schneise gebaut hat, aus der er nicht rauskam. Ja, jetzt ist er weg. So. Hier oben kommt er nicht. Doch, da kommt er, aber ich muss in die Falle rein. Du Assi. In meine Falle geht er nicht. Ich bin in meine Falle jetzt ein bisschen. Zum Heilen. Er ist fast kaputt. Er packt mich noch. Dieser Assi. Oh, hier dran. Ganz dringend hier. Oh, viel. Ich hab kein Heal mehr. Oh, kein Heal. Ist das ein Mist? Ey. Ich hab Angst, dass ich zu weit weglaufe. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich zu weit weglaufe. Kein Heal, nein, kein Heal, das gibt's doch nicht. Kein Krümel hier. Wo ist er? Ich brauche Munition. Oh. Ja, ist klar. Er gibt mir jetzt alles, was er hat, gibt er mir jetzt. Ja, ist klar, du Fettbanks! So, ich geh jetzt nicht zum Heilen mehr, nichts mehr. Ich hab doch grad... Wo ziehst du hin, Eloy? Jetzt kommen wir Leute mal noch platt! Oh, ihr verpiesen.
Er hat keinen Bock, meine Falle zu laufen. Endlich! Mann, ich kotze hier gleich. Ich kotze hier gleich. Ist das ein Murks? So, jetzt halt Panzerschnapper. Ah, super. Das heißt, der Typ hatte das letzte Teil oder was? Im Bauch drin. Also, es ist nervig. So, jetzt brauche ich ganz dringend Heal. Denn hier waren ja gerade. Sind ja gerade die Kumpels auch von ihm gewesen. Ist das. War das ein Match, du Mann, ey. Was liegt hier? Und was Totes? Nee. Ach, ein Geier hat auch noch Platz. Ich brauche dringend Heal. Ganz dringend. Wo ist mein Lagerfeuer? Dann reise ich zur Runde. Ich werde nicht bis zur Runde laufen. Ich bin schwer verletzt. Ich habe nichts. Ich bin ja quasi One-Hit. Also das Balancing von diesen Maschinen ist für den Hintern. Und das Enttäuschende wird gleich sein, dass Wunder mir sagt, ja, also, mir fehlt so was ganz Wichtiges. Ja, da musst du noch, ja, so ein Schlängelzahn brauche ich noch ganz dringend, weil mir ist gerade, bevor du gekommen bist, ist mir noch ein Teil abhandengekommen. Das wird jetzt nämlich gleich passieren. 100%ig. Ich kenne das doch. Ne, das würde ich zu Fuß nicht überleben. Zu Runde, ganz ehrlich. So, reisen. Naja. Vielleicht hält Runda ja auch Wort. Jägerin. Aber dann muss ich wahrscheinlich noch eine Etage. Ich hab die Bauteile. Dafür musste ein Panzerschnapper sterben. Ein Panzerschnapper, ja? Weißt du, nach all dem habe ich über einen neuen Helm für die Rüstung nachgedacht. Einer, der Sandstürmen besser standhalten kann. Krieg ich ihn jetzt? Panzerschnapper-Bauteile könnten da helfen. Wäre doch schade, wenn du ihn umsonst erlegt hättest. Ich helfe gerne. Ja, du hilfst gern. Hier. Deine Bezahlung. Ja. Keine Rüstung. Vielleicht kommst du ja zum Feiern vorbei, wenn meine Rüstung Kerovs Wettbewerb gewinnt. Falls du genug Zeit hast, wieder nach Wahrlich zu gehen. Das wäre schön. Ja. Mal sehen. Also Rüstung gibt's keine. Ich hab sowas. Jetzt habe ich metallischen Glanz. Metallischen Glanz gekriegt. Ich hab sowas geahnt, dass sowas kommt. Jetzt brauche ich dringend. Brauche ich denn? Mein Lager. Hier ist ja kein Lager. Nein. Olle Werkbank, ich habe hier kein Lager. Jetzt muss ich zum Lager irgendwo hinreisen, damit ich meine Vorräte aufhören kann. Waffenabgabe, das kann ich dann aufrüsten, schönes. Ja, den Sonnenjägerbogen kommt. Ah, den rüsten wir den mal auf. Ich glaube, den habe ich noch nie benutzt. So, dann würde ich sagen, dann rüste ich jetzt. Stell jetzt mal Munition her, dass ich wieder alles habe. Dann sehe ich zu, dass ich meine Vorräte aufgefüllt kriege. Ich muss sagen, dass, ja. Sehr merkwürdiges Spiel gerade. Da muss ich mal eine Abtrennpfeile. Plasmabolt. Abrisspräzision, weil die brauche ich ganz dringend. Ich gehe davon aus, dass ich dann gleich. Das nächste für Kerub-Spiele. Das, was letztes Mal nicht geklappt hat. Wo ich keine Teile einsammeln konnte. Ich hatte die Maschine ja erledigt. Aber es hat ja leider nicht geklappt. Wo ist Beutevertrag? Ja. So, jetzt brauche ich den Minenwerfer noch. Und ja, Rundersvertrag. Anführer habe ich gemacht. Begib dich zum Ausrand, aber erfülle Laurens Vertrag. Habe ich rede mit Anführer der Plünderer, habe ich gemacht. Begib dich zur Kerovs Beute, Unternehmerlager. So. Ja, gut, da muss ich mit dem schon auch noch mal reden. Hier mit dem anderen. Das ist ja die Mission, die. Warum ist die jetzt 2400 entfernt? Mit dem habe ich doch schon geredet, oder? Das heißt, ich kann mich jetzt um die blöden Minenwerfer kümmern. Aber ich glaube, da war weit und breit keine Werkbank für mich, oder? Doch, da oben ist eine Werkbank. Nee, Werkbank ist aber kein... Hier muss ich hin. Hier ist mein Vorrat. Dann reise ich kurz mal hier hin.
Will ich mal noch die Ranken da auch noch holen. Jetzt sich da kurz mal einen Wegpunkt. Ich bin ganz schnell reise. Ach, ich bin gar nicht am Feuer. Ahaha. Clever. Muss ans Feuer. Oder gibt es noch was anderes, was ich gebrauchen kann, bevor ich ans Feuer gehe? Das habe ich schon geknackt. Metall gelogert. Die Luke. Ist da noch was drin? Dann reise ich ja erstmal hier im Gatt. Ja, dann die Lieblingskunde. Ach ja, ich wollte ja noch. Moment. Ich wollte ja noch den Berserker Sonnenschussjägerbogen. Mittlere Distanz. Das ist aber nicht der Berserkerbogen. Das ist dieser hier, wo die anderen dann verrückt werden. Ja, kann ich aber nur überbrückte Maschinen, das kann ich nur gegen menschliche Gegner nehmen. Das heißt, ich sollte vielleicht mal den hier noch nehmen. So. Dann nehme ich erstmal eine Spule, die rüste ich erstmal aus. Mit irgendwas, was abtrennt. Kritischer Trefferchance 15%. Erhöht den Schaden, nee, Tarngegner ist Blödsinn, schnelles Nachladen. Erhöht den beim Fallen oder Gleiten verursacht Schaden. Nee, sehr selten. Bauteilabriss, das ist, könnte interessant sein. Bauteilabriss, oder? Obwohl, Bauteilabriss sollte ich vielleicht auf den Bogen packen. Niederschlagskraft. Ich glaube, den packe ich hier drauf. Zack. So. Gardejägerbogen. Moment, wo ist man? Macht der das gleiche zufällig? Ne, ich glaube, den nehme ich noch. Den rüste ich für diesen grünen hier aus. Den Säurehäcksler, violetten Häcksler habe ich ja leider nicht, oder? Habe ich was Violettes, was häckselt? Ne, habe ich nicht. Mal kurz mal gucken, was ihr Leute jetzt alle hat. Achso, das will ich gar nicht. Also. Hat sie Niederschlagspfeile. Diese klassischen Pfeile hat sie direkt nebeneinander. Kann sie schnell switchen. Da unten sind die Abtrennpfeile. Das heißt, ich sollte vielleicht da unten noch auf Bogen der Position. Ja, was ist das da? Zwischen 4 und 5 Uhr ist. Sollte ich vielleicht noch. Ja, den sollte ich vielleicht noch aufrüsten. Das ist mein 4-5 Uhr Bogen, diesen hier. Ich überlege gerade. Der macht Säureschaden, den hier. Vielleicht sollte ich diesen Platz mal auswählen und da haben wir erhöhten Abriss hinbauen. Ja, jetzt hat aber ich habe ich nämlich 334er Abriss. Und jetzt habe ich gerade gesehen, als ich mir die Bögen angeguckt habe, dass mir noch Material fehlt, also Waffen fehlt, die kann ich ja hier viel günstiger machen. Und zwar diese Plasma. Hey, jetzt wäre Plasma-Pfeile plötzlich angezeigt? Der hat doch gerade gesagt, ich habe. Ach so, verguckt. Da habe ich null gehabt. So. Dann will ich jetzt schnell zu meinem Vorrat fliegen. Fliegen ja. Schnell reisen. Willst du Teile handeln? Nee, will ich nicht. Du hast hier eh nichts für mich. Ich will jetzt hier schnell zu meinem Feuerchen. Einmal mich kurz aufrüsten. Oder ausrüsten, nicht aufrüsten. Dann mache ich einen Cut. Dann kümmere ich mich um das nächste Kehrhof so. Da ist meine Werkbank. Wo ist mein Vorrat? Hier ist mit Vorrat, wollte ich doch sagen. Aktion Vorrat am Start hier. Müsste ich auch wieder genug Bärchen haben. So. 590 voll machen, bitte, danke. Gehen wir nochmal einen Vorrat auf. So, jetzt gehe ich zu der 97er Markt hier und ist ja direkt bei mir. Konnte ich mich daran erinnern, das ist glaube ich
dieses, wo ich dachte, dass da Gegner drin sind. Dieses alte Gebäude. Das will ich kurz noch knacken. Dann gehe ich nochmal zum Feuerspeicher und von da aus geht es dann weiter, mir die Minenwerfer zu besorgen. Ich hoffe, dass das diesmal mit den Minenwerfern funktioniert. Was da drin ist. Oh, eine Höhle. Auch nicht schlecht. Mehr nicht. Oh, was Güldenes. Also ist das eine Unterkunft der Alten sozusagen. Ein alter Tresor ist. Oh. Jetzt gehen wir zurück zu meinem Feuer. Ein Unterschlupf, damit ich speichern kann. Von da aus geht es dann gleich weiter. Diese Pirsche erledigen. Wie gesagt, falls es jetzt wieder nicht funktionieren sollte, gut, dann weiß ich es nicht. Ich hatte ja beim letzten Mal, hatte ich ja Pirsche erledigt und Eloy hat ja auch gesagt, sie hat Teile abgetrennt. Vielleicht soll ich die zusätzlich noch eine manuelle Speicherung anlegen. Ja, aber bevor es weitergeht, sage ich danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.